Geradeaus, wirklich? Ja, sicher. Okay. Ah. Okay. Ja, mitten durch den Zaun, meine Räder sind kaputt. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Arma 3. Diesmal habe ich es auf die Reihe gekriegt. Daumen hoch. Wie ihr seht, wir haben uns wieder zusammengefunden und haben hier auch mit Jan, der hat sein Internet wieder, Samuel ist immer noch krank, heute gleich Tag und alles. Ja. Und wir haben jetzt uns, wie man bei mir hier seht, eine Spitzhacke geholt und haben jetzt vor, ins Kupfergeschäft einzusteigen. Oh ja. Wir wollten da jetzt die langweilige Fahrt nicht aufnehmen, deswegen sind wir hier gleich gespawnt. Ja, obwohl die Fahrt gar nicht so langweilig war, weil ich ziemlich Schlangenlinien gefahren bin mit meinen 10 Frames. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir gerade mal an, hier ein bisschen rumzuprobieren, weil ich weiß genau, wie das geht. Ich auch nicht, wollen wir mal benutzen. Dann du bist nicht mal in der Nähe einer Mine. Ja, du musst, glaube ich, an die Steine dahin stehen. Aua, oder nee, hineinstehen. Keine Ahnung, wow. Zack, und dann benutzt. Ah ja, jetzt klappt es. Das ist ja cool. Spitzhacke und da macht er das selber. Dann bleibt er da, stellt er sich da hin und dann steht da, du hast 2 Kupfererz abgebaut. Das ist ja toll. Echt jetzt schön? Alter, doch tatsächlich. Ja, relativ. Nochmal benutzen. Aber wie viel Kupfer wiegt, Alter, Junge? 2 Kupfererz wiegen 8. Ja, gell? Ich dachte auch gerade. Dafür dauert es relativ lang, aber ich denke, du kriegst da dann aber ein bisschen was dafür. Ja, wäre schlimm, wenn nicht, wa? Hä? Komm kurz, wenn 2 Kupfererz 8 wiegen, dann können wir theoretisch in unsere Wagen 20 packen. Ja. Geil. Gibt's da auch noch eine andere Möglichkeit, als immer ja, Z und benutzen da zu drücken? Weiß ich nicht. Weil über Scrollrad geht es, soweit ich weiß. Ne, geht nicht. Markus. Na, da muss ich. Ne, geht benutzen. Nicht, ja. Mach mal einfach mal. Ist ja nicht, ist ja nicht so schlimm. Gibt so eine Art Shortcut für das Ding? Ja, aber ich muss ja auswählen, also wahrscheinlich nicht. Hm. Weißt du, ich stelle mich auf die andere Seite von dem Stein, dann kann ich nicht mehr unsere Autos sehen. Ja, dass die nicht geklaut werden hier, gell? Ja, wäre schlimm, wenn. Ja, vor allem, weil meins neu ist. Ja, meins ist auch. Okay, meins ist eigentlich nicht so neu. Du hast schon kaputt gefahren fast. Ja, ich muss es schon ein paar Mal reparieren, aber auch einmal, weil mir ein Typ vorne voll reingefahren ist, Alter. Ich hatte dann vorne keine Reifen mehr. Das fand ich traurig. Vor allem, weil ich dann auf einer Treppe stand und ich hatte immer Angst, dass das Ding explodiert bei der nächsten Bewegung. Okay, jetzt kann ich keins mehr mitnehmen, weil mein Inventar voll ist. Das heißt, ich werde jetzt in mein Auto laden. Kann ich eigentlich deinen Kofferraum öffnen? Nee, gell? Du bräuchtest Schlüssel dafür. Ja, und wie kann man. Ich geb dir keinen Schlüssel für mein Auto. Couldn't remove this item from your inventory to put it in the vehicle. Ja, du musst es erstmal auswählen, Pius. Ja, ich hab's ausgewählt. Also, ich glaube, 15 Kupfererz mal 10. Ach so, natürlich, ich kann dann nur 10 reinpacken, das sind ja 80. Ja, nee, 20 kannst du reinpacken, Pius, 20 kannst du. Oder 19, glaube ich. Mach ich jetzt nochmal. Oder warte mal, keine Ahnung. Aber 15 auf jeden Fall, habe ich nämlich auch gerade. Ah ja, 15 gehen. War aber, als ich jetzt gerade vorhin merke, immer. Naja, ist egal. Wenn's jetzt funktioniert, ist gut. Eine Spitzhacke. Für beide hier stehen, einfach an dem Stein und Stein anfassen. Ja. Ey, das ist ja geil bei dir, das sieht man ja beim anderen, gell? Ja. Sieht relativ interessant aus, nenne ich das jetzt mal, wie du da den Stein anfasst. Wie heißt das Ding? Dein Neck hat jetzt doch auch so einen tollen Stein. Ja. Da laufen Stein, die Leute touch. Und den dann irgendwie. War das sowas? Ich hab keine Ahnung. Muss mir Trinken aufmachen. Dann Red Bull ist nicht alle. Das gerade in meiner Wut komplett ausgetrunken habe. Ja, apropos trinken, ich habe auch nur noch 90 trinken. Ich auch. Kommen wir uns einfach auf den Rückweg. Ja, lass mal, weißt du, bei dem Plötzchen kannst du jetzt hier ja halt schlecht kein Kupfererz essen. Beziehungsweise Kupfererz benutzen. Kupfererz. Nein, dieser Gegenstand ist nicht nutzbar, das ist ja schade. Ja. Dachte, vielleicht hätte er ihn gegessen oder so. Das wäre extrem lustig. Wenn du Quecksilber abbauen könntest, kannst du vielleicht trinken. Man kann Silber abbauen, aber kein Quecksilber. Man kann sogar Diamanten abbauen, aber ist relativ gefährlich. Deswegen bleibt ist Kupfer lukrativer. Die Mission, wenn man stirbt, nee, die bleibt nicht mal, wenn du glaubst, ausgehst, bleibt nicht. Wie viel verdient man da eigentlich? Das würde mich ehrlich gesagt mal interessieren. Das ist eine gute Frage. Können wir mal ausprobieren. Weil,
Momentan ist ja unser Ziel, Geld zu sammeln, weil wir irgendwann die Zentralbank ausräumen wollen. Eben, genau. Hoffentlich guckt das jetzt kein Admin vom Server. Pius, weißt du, was wir machen können? Wir können irgendwann mal als Cops reingehen, also uns als Cops bewerben und dann reingehen, um einfach nur zu, gucken, wie das Polizeisystem so aufgebaut ist. Genau, um dann darüber sozusagen dann die Lücken zu finden und da dann irgendwie sozusagen... Ja. Oh lol, jetzt ist bei mir gerade Tag. 80 von 80, ja, bei mir aber ist gerade Aueller geworden. So, das ist jetzt das Zimmer, wo ich hier Steine klopfen gehe. Zäh. So, jetzt lass mal gucken. Kupfererz. Ich eigentlich nochmal kommen können, oder? Was so, dein Inventarplatz betrifft, wenn du jetzt nochmal einlädst. Ja, ich kann jetzt nochmal 5 nehmen. Ach ja. Kupfererz ist echt arg schwer. Ja. Z-Spitzhacke benutzen. Warte mal kurz, ich markiere mir schon mal das Kupferwerk. Weil da müssen wo wir auch nochmal. Ich lass mir mal da dann machen. Da müssen wir, da müssen wir hingehen und das Kupfer dann veredeln lassen. Damit wir es. Ich glaube, es wird dann erstens leichter. Und zweitens, okay. kriegen wir dann dafür Geld, weil ich glaube, wenn wir es nicht veredeln lassen, können wir es gar nicht erst verkaufen. Okay, und jetzt noch die Frage, wo ist das? Entschuldigung, das ist ungefähr in der Mitte der Map. Warte mal kurz, ich kann mal kurz gucken, da gibt's so geile Quadrates. Nee, probier's doch einfach mal über einen Doppelklick, ob du so ein Teil markieren kannst. Und falls ich das sehen wäre das natürlich einfacher. Pius, am einfachsten ist es, dass, wenn du nicht rauszoomst, warte mal kurz. So. Da ist der Schwarzmarkt. Wenn du... Ah, hier ist Kupferwerk. Da beim Eisenwerk, ja, genau. Irgendwo. Genau. 11. Das ist ein bisschen hin und zwar, DP 11 irgendwo? 5 Kilometer. Ein Moment. 5,7 bei mir, ja. Okay, gut, dann. Kann sein, dass es dir dann nach. Wenn du hier so auf den Stein guckst, wird es voll dunkel irgendwie. Ja, es ist auch. Ich glaube, gerade geht die Sonne unter oder so. Und ich dachte gerade, vorhin wäre es Tag geworden. Ja, gut, ja, auch keine Ahnung. Die Zeit ist hier immer ein bisschen merkwürdig. Okay, gut. Fahrzeug aufgeschlossen, abgeschlossen, dann Maus hängt fest, dann einmal Licht anmachen, dann Lauts und Altsprüchen und vorbereitet. So, Pius, fahr du vor am besten. Ich fahr vor, dann ja. Fahr du nicht zurück, wenn's geht. Ja, das wäre schlimm. Entschuldigung. Was war das denn? Ich hab gewusstet. Ja, also, Pius, das geht ja mal gar nicht. Was ist daran bestimmt qualitativ hochwertig? Hä? Es ist ja nicht qualitativ hochwertig hier. Ja, genau. So, ich denke, hier darf man halbwegs rasen. Müssen wir da jetzt rechts hoch, oder wie? Was? Pius, du bist da vorne, ja. Ich hab ja die andere Ausfahrt genommen, deswegen bin ich ein bisschen hinter dir. Ich da auch über die Highway hinkommen, oder? Warte ja, mal, aber ist ja ich muss doch auf der Map sehen. Nee, eigentlich über den Highway ist länger. Über den Highway ist länger, weil da musst du praktisch einmal drum herum fahren, um diese Bergdingens. Bist du? Ich bin ein bisschen hinter dir. Ich habe die andere Ausfahrt genommen. Ich bin der andere Lichtkegel, der da fährt. Okay. Ich fahr mal lang weiter. Ah, das ist ja auch bestimmt interessant, hier ein bisschen Gelände zu fahren. Das habe ich mit meinem Quad mal gemacht und da bin ich dann verreckt. Und das war da, wo ich dann Respawn gedrückt hab. Ja, und ich Dödel hab dann alles verloren. Ne? Oh, armer Pius. Eine Runde Mitleid. Ja. Nee, aber in der Woche insgesamt habe ich, wenn man den Tag heute wegstreicht, habe ich eigentlich mehr Verlust gemacht und es wäre besser gewesen, wenn ich nichts gemacht hätte. Ja, Pius, ist aber du so kannst ja Häuser kaufen, stell dir mal vor, du wohnst hier in so einem Haus, ist ja doch eigentlich auch geil. Ist ja so awesome, ohne Witz. Aber da steht dran, dass du kein Donator bist. Was ist Donator-mäßig? Donate heißt ja Spenden. Also ich glaube, du musst dann halt ein Spender sein. Dann muss ich da dann hier richtiges Geld spenden oder hier, was weiß ich, 50.000 von meinem Geld mit hier. Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Jetzt ist gerade wieder der Tag geworden, kann es sein? Ja. Wenn ihr schon gesagt, die Zeit ist hier immer ein bisschen merkwürdig. Alter. Naja, solange ich nicht sehe, also gar nicht sehe. Das stimmt. Ist mir das recht, dann kann ich jetzt eigentlich nicht aus. Oder gibt's Benzinverbrauch? Ja, gibt's oben unter Geländewagen ist ja dieser lange weiße Balken. Je mehr du fährst, desto weniger wird das Benzin. Wenn der leer ist, kannst du nicht mehr fahren. Ja, und wie ist es dann mit der welcher Balken ist dann das kaputt gehen?
Diese Hull Engine Fuel und Wheel sind die Dinger fürs Ach, Kaputtgehen. die werden dann rot oder so. Die werden von orange zu rot dann. Jetzt kannst du auch ein bisschen mehr Gas geben, ne? Ja, Oder hast das du war sehr Angst? nett. Ich will eigentlich nicht auf die Scheine drauf fahren. Jetzt wird es wieder dunkler. Hey, ich glaube es ja nicht. Also, der Waldweg ist Ja, ja eigentlich tatsächlich jetzt schon. echt dunkel. Warte mal kurz, ich guck mal schnell, ob noch Mordanschlag auf der Map steht. Nee, ha, stand gerade vorhin nicht mehr. Guck mal, da wurde jemand wieder was gestohlen. Tatsächlich. Also, ich hab's nicht mehr gesehen. Mr. Krabs ist hier, Alter. Oh Gott, Hilfe, oh. Pius, kennst du SpongeBob? Ja. Du kennst SpongeBob? Wieso kennst du SpongeBob? Weil ich das früher immer angeguckt habe und ich fand den Scheiß so lustig. Na, es ist wirklich total der Scheiß. Aber ich meine, wenn du es 10 Minuten anguckst oder so, dann wird's lustig. Und wenn du es dann mal verstehst, also wie da jeder zusammenhängt und was zum Beispiel da Thaddäus ist ja das hässliche Teil mit dem Gesicht. Es sieht halt wirklich so aus, gell? Ja, schon Und irgendwie. wenn Obwohl, nee, wir der uns hat eine jetzt. merkwürdige Form für ein Gemächt. Ja, nein, aber wir fahren hier gerade vollkommen außenrum, kann das sein? Nein, ehrlich gesagt fahren wir, glaube ich, ganz gut sogar. Ja, aber ich sehe das Moment. Ich sehe die 3,5 Kilometer links von mir. Ja, ich auch, aber meh. Nee, aber jetzt vorne geht's hier links rum, glaube ich. Okay. Ja, da geht's jetzt links. Knapp. Halt, aber da geht's nur zu einem Haus links hoch. Ja, da geht's komplett links hoch. Also du fährst die Ausfahrt weiter sozusagen. Da, wo es jetzt links hoch geht, bei dir gleich. Wo bist denn du? Ich bin jetzt bei diesem komischen Schilfding. Ja, genau, da geht's jetzt geradeaus sozusagen weiter. Da fährst du hier zu mir Appius, da weiter. bist du ja. Ja, da fährst du weiter, da geht's nämlich vorne links hoch. Ja, klar. Nicht, dass du die Ja, ich glaube, Türken wir fahren jetzt fährst. sogar an der Coca-Veredelung vorbei. Alter, da, lass mal da aussteigen kurz. Dir ist schon klar, dass du deine Kokain-Lizenz brauchst, die kostet 50.000. Warte mal kurz, lass mich mal auf die Map gucken. Das dürfte. Jetzt wird's wieder Tag, ey, jetzt wird wieder halb Nacht, ey. Das könnte jetzt tatsächlich sein, warte mal kurz. Was wissen wir überhaupt? Mal kurz. Shift M. So, guck mal, wo sind wir denn? Genau, du wolltest noch irgendwas Nee, warte mal, wir SpongeBob-mäßig sind. sagen. Was? Wolltest noch irgendwas? Wie sind wir auf SpongeBob gekommen? Nur eine gute Frage, gerade keine Ahnung. Wolltest du irgendwas sagen? Dann bin ich darauf gekommen, weil du gemeint hast, ich kenne SpongeBob. Und wo sind wir denn noch? wo wir Oh sind, mitten in der Gott. Pampa. Sisch, Ja, bei so einem kommt mir auch Standard so brauche ich vor. EPS-Gerät. 1,4 hinter. Ein Ah, okay, dann. Geographic, wie heißt das Ding? Geographic, Oh, Position ich glaube, ich System. habe uns gefunden. Und ich glaube, ich habe die Coca-Fail. Ja, ich hab gefunden, wo wir sind. Okay, nee, das neben uns war, ist nicht die Coca-Fail. Dafür müssen wir noch weiter. Ja, Pius, du hast recht, wir müssen jetzt hier links und dann der Straße folgen. Oh Gott, ich muss mal wieder das Kopfhörer. Du, wir müssen links. Du bist ja komplett am anderen Ende der Welt noch. Wie Ja, lange ich ist die Zeit? weiß. 3,7. Ja, bei mir sind es 2,9. Ja, Pius, du bist halt ein bisschen schneller als Ja, ich. dann, ja, ich bin jetzt hier ausgestiegen. Dann werde ich jetzt hier kurz aussteigen und gucken, was jetzt hier für ein Haus ist, das leuchtet. Wie sind wir auf SpongeBob gekommen? Das ist eine gute Frage. Leuchtet? Ah, genau, hier heißt einer Mr. Krabs, genau. Ah, genau, und dem wurde das geklaut, ja, Nein, super. Mr. Krabs hat geklaut. Alter, wie viel langsam fährt hier gerade mit dem Berg hoch, Alter? Da ist so eine Lagerhalle. Lagerhallen gibt es hier viele, in denen kann man sich voll geil verstecken von Korps. Oh, das ist ja cool, da ist so ein Riesentor. Nein, ja, da war ich gerade drin. Also, da ist so eine Lagerhalle und kein. Und jetzt spinnt wieder die Zeit vollkommen. Bei mir Weiß ändert sich ich, gerade nichts. inwiefern bist du hier bald dann? Ja, doch. Wie weit ist 3,2, 3,1 Kilometer. Ja, dann musst du gleich da sein, dann sehe ich dich gleich. Da oben, ja, ich sehe dich, ich habe deine Lichter da oben gesehen. Fährst jetzt gleich links um. Ja, das kann gut sein. Ich fahre gerade ein bisschen zu schnell für meine Verhältnisse. Ja, jetzt kommt links kleine Kurve und dann hältst du jetzt bitte gleich an, weil sonst treffst du mich. Ah, da vorne stehst du ja. Aber mach mal dein Licht an, weil Glück Ja, jetzt. hast. Ich hab Pius, du musst gerade dein Licht nicht. anmachen. Hm? Genau, Licht anmachen. Hab
ich abgeschlossen, jetzt ist abgeschlossen und jetzt. Ich abgeschlossen? Was wollt, jetzt hab ja, ich jetzt hab ich abgeschlossen. Und was? Doppel-Alt wollte ich drücken, genau. Ja. Weil sonst schlenkt es so doof. Ach ja. So, es ist nicht eine schöne, beschauliche Fahrt. Der, nee, ich finde es eigentlich voll geil, die Fahrt hier. Ja. Hat irgendwie was, die Wee! Die Wee! Nee, die Wege, die sind cool. Ich mag jetzt das. Jetzt wird es wieder dunkler. Jetzt wird es krass dunkel. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich bin nur krass gerade gedriftet. Ich bin gerade auch voll fast irgendwo drauf gefahren. Hat das Teil ABS und wie heißt es? Oh Gott. ESP. Ja, genau. Keine Ahnung. Oh, da war auch gleich so ein kleines Haus. Das war auch voll cool. Und wir nähern uns immer weiter unserem Ziel. Ja, 2,3 Kilometer. Also, du wohnst hier in einem Haus, kannst da deine ganzen Autos wirklich parken mit richtigen Garagen, wo die dann zu drin stehen. Und dann abgesehen davon hättest du da noch irgendwie, ich weiß nicht, so Kisten, wo du dein Geld. Wo ist ja voll geil, wenn man dann, wenn man ein Haus hätte und dann kann man als im Spawn-Menü auswählen. Wo bin ich denn gerade? Du fährst schon richtig, du bist vor mir. Ja, natürlich. Lol, ist gerade dunkel geworden. Alter, krass Nacht. Pierce, du bist aber. Kannst nicht mehr fahren oder was? Lol. Was hat mich mein Internet kackt wieder ab? Nee, okay. Ich glaube nicht. Okay, ich fahre jetzt einfach mal hier durch den. Ich glaube, es ist mehr Fluss als Straße. Ich wollte mal kurz gucken auf der Map. Wir sind ja, jetzt. Das war mehr Fluss als Straße. Wir sind jetzt in einem Auffangbecken. Ja. Na egal, da hinten geht glaub Straße weiter, soweit ich das sehen kann. Warte, passt. Ja, warte mal kurz. Pass auf, Steine aufgelegen hier herum wie. Ich bin überlegen, ob ich nicht einfach der Straße folgen soll. Nee, ach was, du kommst hier. Jetzt wird's aber gerade arg dunkel. Ja, bei mir schon vor ein paar Minütchen. Da kommst du auf eine Straße. Ja, bloß die Frage ist, ist das die richtige Straße? Ja. Die führt. Weiß ich nicht. Wollen wir es hoffen, dass das die richtige Straße ist? Fahr einfach mal weiter, dann sind wir halt zu zweit mitten in der Pampa. Du siehst mein Licht leuchten, oder? Na, ja doch, da vorne sehe ich es ganz leicht. Dreh mich mal kurz so hin, dass das perfekt wieder strahlt. So. So, okay, da muss ich aufpassen, da sind Steine und dann anhalten, weil da ist auch noch ein Zaun. Ja, durch den Zaun kann man ganz langsam durch. Und dann weiß ich nicht, ob wir da jetzt hoch sollen oder mehr dem Weg folgen. Und dann müssen wir halt schnick, schnack, schluck machen, ob wir rechts oder links fahren. Wie geil. Entschuldigung. Ah. So. Stehen aber halt leer. Noch 900 Meter. Ja, also wie rum? Geradeaus wären 900. Ja, lass mal geradeaus. Geradeaus, wirklich? Ja, sicher. Okay. Okay. Ja, mitten durch den Zaun, meine Räder sind kaputt. Bei mir genau. Kannst du noch fahren? Nein, mein Ding ist kaputt. Scheiße. Okay, warte mal kurz. Mein Rad ist auch fast kaputt. Schon auch fast. Es leuchtet orange. Pius, warte mal kurz. Ich komm mal runter und nehme dich mit. Schließ mal dein Auto da vorne ab. Und mach dir einen Marker bei der Position. Also halt dieses Doppelklick-Ding. Map? Ja, wo sind wir denn? Was weiß ich, wo wir sind. Alter. Ich hoffe mal, mein Internet spielt jetzt nicht wieder mit mir. Wie viel ist dann? Ich überlege mir gerade, ob ich da steig. Aber wir sind theoretisch wahrscheinlich hier, oder? Dann wird mein Auto so oder so zurück in die Garage geportet, weil ich eh zu weit weg bin. Ja, kannst du machen, Pius. Wir sind jetzt nämlich bei, oh, okay, wir sind. Ich versuche gerade unsere Position anzunehmen. Nimmst mich jetzt einfach mal mit, sozusagen. Also natürlich. Genau. Okay, ich habe unsere Position. Ja gut, okay, dann ist aber mein ganzes Kupfer noch im Auto. Pius, halt mal, mach mal dein Auto noch Licht aus. Das leuchtet sonst wie eine Weihnachtsgans.
Eigentlich mir Wie auch nicht. schon gesagt, warte mal kurz, ich habe unsere Position. Wenn du ganz, ganz nah ranzoomst, sind wir bei 94142. 94. Also 94 ist horizontal. Okay. 094 und 142. Halt, 94 ist vertikal.